Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. So, da ich ja gestern ein bisschen Medal of Honor Warfighter gezockt habe, habe ich mir gedacht, kannst du ja jetzt ein wenig mit Assassin's Creed 2 weitermachen. Und das machen wir jetzt auch. Die 20 Minuten laufen und ja, wir fangen mal an. So, was müssen wir tun? Da ist Fragezeichen, dann laufen wir mal zu Fragezeichen. Nee, komm, Bade. Ich hab keinen Bock auf dich. Ich hab so lange keinen Assassin's Creed mehr gezockt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Wow! Ich habe keine Ahnung, wen ich jetzt gerade umgebracht habe. Aber anscheinend... Keine Ahnung. Ja, wir wollen's, wir haben's, wie auch immer. Ich habe da oben, glaube ich, ein Plakat gesehen, was ich zu gerne abreißen würde. Oder? Nicht? Oder doch? Oder wie auch immer? Wo ist es? Sag ich doch, ich hab ein Plakat gesehen. Mal eben den Fahndungsstatus ein bisschen runter machen. Jö, gut. Wenn ihr ein Plakat seht, dann sagt mir Bescheid, ne? Das ist mir relativ. Weißt du das? Oh, 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 oh. Boah! Ich dachte, der macht jetzt einen Sittich nach unten. Da ist ein Plakat und daneben ist direkt unsere Mission. Das ist ganz cool. So, einmal abreißen bitte, genau. Einmal hoch mit dir und... Genau so habe ich mir das gedacht. Lass dich fallen bitte. Ja, so geht's natürlich auch. Na dann, fangen wir mal an. Meine Brüder zu retten war mehr als nur ein Akt der Nächstenliebe, Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet sie nur um Hilfe und sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein und sie werden sie ablenken. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Ach ja, da war ja was. Ich habe was vergessen euch zu sagen. Und zwar folgendes. Bei der letzten Aufnahme, das Ende, waren die 20 Minuten ja abgelaufen. Und ja, dann hatte ich ein paar Probleme mit der externen Festplatte, sodass ich da nicht mehr weitermachen konnte. Das Spiel war aber nur minimiert. So, und ich konnte nicht mehr aufnehmen. Das heißt, ich musste nur noch diesen... Dieb, also zu dieser Markierung bringen, und damit wäre die Mission ja eh vorbei gewesen. Also das habt ihr im Endeffekt verpasst. Also im Endeffekt war es zum Glück nicht viel. Ne? Gut, dann machen wir jetzt mal hier weiter. Okay.
Hatte ich ja total vergessen, euch zu sagen. Ach ja, der kann ja diese ganz großen Sprünge machen, stimmt ja. Ob ich den noch kann? Wir werden sehen. Ihr müsst uns ein paar eurer Tricks beibringen. Später, wenn ich Zeit habe, aber jetzt im Moment nicht. Da unten ist ein Fahndungsplakat. Ja, du sollst nicht seitlich springen. Okay, ab ins Wasser würde ich sagen, oder? Autsch! Oh, 4 Stück. Mach dich aus dem Staub! Ich habe 4 ungelöste Morde und 2 Eifersüchtige. Jetzt stirbst du, Bronzo! Na komm her, einen brauche ich noch, einen brauche ich noch. Danke! Ach, Quatsch. Ich muss ja erstmal wieder reinkommen. Gut. Da ist Wasser, ne? Ja. Kommt, Freunde. Ich habe heute frisch gefangene Igel. Halt, hier ist ein Plakat. Hier ist ein Plakat. Da ist es doch. So, die nächsten haben wir hier. Ich habe genug von euch, Scheißer. Kommt an. Gut, dann leider. Ach du Scheiße! Oh, 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 oh. Warum blinkt der denn so? Wenn wir zusammenhalten, haben wir ihn. Hoho! Ich glaube, ich bin gleich tot. Moment mal eben. Oh, ich habe nur noch einen. Egal, der muss reichen. Autsch! Autsch! Wenn wir zusammenhalten, haben wir ihn. So, mal ein bisschen mit dem Schwert hier ran und so. Wenn du das hier überlebst, wird deine Haltung einfach. Autsch! 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 Du mit deinem blöden Hammer da! So, der nächste bitte. Na kommt. Okay, noch 4. Noch 3. Irgendwas stimmt nicht. Ah ja, du atmest noch. Das sind die Stärksten wohl hier, ne? So, da sind es nur noch 2. Wer will? Du? Oder du? Du! Nun, wie willst du gehen? Seil oder Axt? Aber wir müssen... Kommt mal ein bisschen... Alter, das sind ja richtige Brocken. Ey, ich kann nicht sehen! So, noch einer.
gute Nacht. Ach, nicht E drücken, sondern Umschalt. Okay, gut. Wieso ist hier Sperrgebiet? Er erschüttert den Frieden dieser Stadt in seinen Grundfesten und hinterlässt nur Leid und Elend. Huch! Ich wollte eigentlich da hoch. Wieso komme ich da nicht hoch? Ach so, weil ich vergessen habe, die Leertaste zu drücken, ich Trottel. So. Hey, lass mich doch in Ruhe. Moment, ich muss hier lang. Oh, autsch. Kollegen. Helfen wir mal eben. Nein, ich hab doch nicht, ich will doch gar nicht gegen dich kämpfen. Hey, 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 hey. Genau so habe ich mir das gedacht. Nee. Der gibt mir Backpfeifen hier, das geht mal gar nicht. So. Okay, kann ich jetzt endlich... Pflege für alle. Genau, Pflege für alle. Und für mich die meiste. Ich tu dir doch auch nichts. Keine Angst. Wo ist das Plakat? Müsste doch hier irgendwo sein, oder? Ach, jetzt verfolgen die mich auch noch. Lol. So. Guten Tag, der Herr. Und, aus welchem gottverdammten Loch bist du gekrochen, hirnloser Penner? So geht das. Und nicht anders. Ja, na los doch. Immer schön drauf. Noch zwei. Du bist ja ganz schön gemein, was? Alter. Geht doch. Da ist er doch. Oh, oh, ich habe ja nur noch einen, so ein Ding. Das Boot stehlen. Ich brauche definitiv einen Arzt. Verrückte, alles Verrückte. Ich bin nicht verrückt. Ich möchte nur meinen Fahndungsstatus loswerden. Mal gucken, ob das hier war. Ja, da ist es doch. So, und ich sollte anonym sein. Jawohl. Ah, da ist ein Arzt, da ist ein Arzt. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Da ist ein Arzt. Ich bin zum Arzt. Jetzt heilen, jawohl. Okay, Apothekenbedarf. Jawoll, wunderbar. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Macht's gut. Vielen Dank, der Herr. Oh,
Bade. Zwing mich nicht dazu, was zu tun, was du, was ich eventuell irgendwann mal bereuen werde. Naja, bestimmt nicht. Ich befreie die Welt von... Nee, ich wollte mich jetzt eigentlich nicht verstecken. Was? Gute Nacht. Zum Glück halten die Bogenschützen nicht gerade viel aus. So, bevor ich hier weitermache. Oh, gute Nacht. Ach, da ist ja noch einer. Ja, wir sind die Besten. Aber das ist... So, ihr wart super. Ihr braucht mich. Du bist nicht allein. Hier bekommt ihr ausschließlich Meisterwerke der Schmiedekunst. Och, ja, und die machen das jetzt schon. Ne? Oder wie? Oder was? Nee. Ach, rudern. Natürlich. Die Musik gefällt mir. Die ist richtig nice. So. Ich glaube, diese Ruderboote, wie das hier, ich glaube, die gibt es ja heute noch in Venedig. Und ich glaube, ich fahre gerade falsch. Glaube ich zumindestens. Aber jetzt erfolgen die Baden mich schon sogar auf Wasser. Hilfe! Da bin ich gerade eben schon vorbeigefahren. LOL. Drehen, 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 drehen. Und vorwärts. Du sollst dich dagegen knallen. Sag mal, kommst du da jetzt nicht mehr raus oder was? Was? Von Bord des Bootes gehen um... Ach so, okay. Sehr gut, Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Hey, ich will hier raus. Ich aus, dass ihr erfolgreich wart. Darf ich jetzt wieder weitermachen? Danke. Da. So, perfekt. Genial. Unsere erste Mission, die wir wieder geschafft haben. Und ich bin sogar anonym und ich habe wieder volles Leben. Na, besser kannst du gar nicht laufen. Gut, auf geht's zu unserer nächsten Mission. Was mit Anton und seinen Dienern zusammenarbeiten, um Emilio zu besiegen? Okay. Bitte, herein. Ach so, muss ich das jetzt machen? Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt, formieren wir uns vor diesem Gebäude neu. Und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals- und Beinbruch. Wünsche ich auch.
So, das passt ja super, denn genau jetzt die 20 Minuten abgelaufen sind. Und ja, genau. Also dementsprechend beende ich jetzt die Aufnahme und sage mal bis gleich. Tschüss.